Hallo und herzlich willkommen zurück zu den drei Fragezeichen Fluch des Flaschenteufels. Letzte Folge waren wir bei der Familie Joy und haben uns dort auf dem Strand umgesehen, Kisten geschleppt, was man halt so macht, gell? Und ja, waren da mit Peter unterwegs. Jetzt haben sich die Burschen ja wieder aufgeteilt, jetzt sind wir mit Justus diesmal alleine und Bob und Peter sind einer anderen Fährte auf der Spur, dieser Jasmine irgendwas, die Psychologin halt. Und wir suchen die Miss Beverly Snow, so irgendwie, oder? Im 66 Motel sind wir angekommen, okay. Viele Autos. Kein John Silver weit und breit. Ja, wäre auch zu einfach gewesen, oder? Das wäre auch zu einfach gewesen. Motel 66, Zimmer 12. Das ist der aktuelle Aufenthaltsort, den Bob recherchiert hat. Etwas früh, um einfach hereinzuplatzen. Vogel. Kommt ein Vogel geflogen, sitzt da geht's zum Pier. Dort hat sich Silver vor geraumer Zeit ablichten lassen. Egal ob früh oder spät, hier herrscht immer großer Rummel. Oh. Jeremy, hey, Justus. Hätte Jeremy Zahlen verwendet, bräuchte ich nur auf den Link der Telefonnummer zu tippen. Hey Justus, cool. Erst Peter, gestern an Bob und nun du. Ich bin deinem Kollegen noch Miss Snows Handynummer schuldig. Ich habe etwas gebraucht, weil ich schubweise unter Arithmophobie leide. Meine Noten in Mathe belegen das. Bob meinte, ich soll die Nummer gleich an dich senden. Sie lautet 31055482796. Wir müssen uns unbedingt mal alle treffen. Viele Grüße, Jeremy. Okay, you're cool. Das ist der Jeremy. Genau, wir haben ihn ja getroffen, den Jeremy Joy. Ne? Der Jeremy. Letzte Folge haben wir ihn ja auch persönlich gesehen. Ah, jetzt will ich mal ein bisschen bewegen. Mein Sitz, ich sitze schon lange. Ich nehme nämlich sehr viele Folgen gerade auf. Damit man halt genügend, damit ihr genügend zu schauen habt. Ne? Und da kriegt man natürlich dann Arschweh. Irgendwann. Okay, so. Muss sie die Nummer mir? Zum Glück habe ich keine krankhafte Angst vor Zahlen und ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ja, ich aber nicht. Ja, ich habe jetzt natürlich. Zum Glück habe ich keine krankhafte Angst vor Zahlen und ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ich muss mich vertippt haben. Ja, kann ich mir die SMS noch einmal anschauen? Weißt du? Dann wäre es bei weitem leichter. Zum Glück habe ich keine Okay, ich kann jetzt nur. Ja, ich habe natürlich und das. Ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ja, bin ich selber schuld. Ich Zum Glück habe ich keine krankhafte Angst vor Zahlen und ein ausgezeichnetes. Veranstalterin, die Handynummer von Mrs. Snow lautet 310 3x5. 400 Bar, Alter. Mal in mein Telefon, ich ruf selber an. Kein Anschluss unter dieser Nummer. So, pass auf, ich tippe das jetzt bei mir ein und dann deckt mich da am Arsch. 0310. Müssen wir das wahrscheinlich alles mit eingeben. 48279963. Hebt niemand ab. So, gut. Gedächtnis. Ja, ja. Zum Glück habe ich keine krankhafte Angst vor Zahlen und ein ausgezeichnetes Gedächtnis. 1, 2, 3, so weit wäre ich ja gekommen, aber dann ist es ein bisschen schwierig. Und 4, 8, 2, 7, 9, 6, 3. Ehrlich jetzt? Hey, komm, hab ich. Oder müssen wir das 310 nicht eingeben?
Zum ich weiß Glück das ja nicht. Ich keine krankhafte Angst vor Zahlen und ein ausgezeichnetes Gedächtnis. 4, 8, 2, 7. Dann kann man die 0 vorne weglassen? Ich kenne mir einen. Vier, acht, zwei, sieben, neun, sechs, drei. Aha, geht auch nicht. Vier, acht, zwei, sieben, neun, sechs, drei. Ah, die Null, warum sonst? Ah. Beverly Snow? Guten Morgen, Mrs. Snow. Mein Name ist Justus Jonas von den drei Detektiven. Wir ermitteln hinsichtlich der Literaten vom Schwarzen Fleck in der Annahme, jemand könnte das Projekt um eine Schatzsuche gefährden. Detektive? Ist das ein Streich? Du klingst mir etwas jung für einen Detektiv. Ihre Zweifel in Ehren, Mrs. Snow. Wir haben bereits Fälle gelöst, bei denen sich die Polizei vergeblich mühte. Im Fall des Flaschenteufels bin ich aus erster Hand informiert, dass sowohl Erwerb als auch Kreation ungewöhnlich waren. Da geht es etwas absonderlich zu, nicht wahr? Glaubst du an Flüche, Justus Jonas? Ich bin ein Fluch. Nein, Ma'am. Ich ziehe es vor, irrationale Erscheinungen mit Logik zu entlarven. Ich befinde mich bereits in Santa Monica. Ein Treffen scheint mir von beiderseitigem Interesse. Hätten Sie spontan Zeit? Einverstanden. So kommt man auch zu einem Date. Du findest mich in Zimmer Nummer 12 des Motels 66. Vermutlich bist du auch darüber längst informiert. Dann bis gleich. Clevere Frau. Mhm. Ich werde Sie überzeugen, dass ich keineswegs nur ein Detektiv in Spe bin. Besser, ich lasse Blackie zunächst unerwähnt und setze den Schwerpunkt auf Silver und den Flaschenteufel. Jetzt wird es interessant. Kit Ka. Caracero. Nachricht an Los Tres Detectives. Mein Padre hat gestern Abend einen Anhalter mitgenommen, der euer Hinkebein gewesen sein könnte. Er meinte, es hatte ein Polo de Blumado bei sich. Ein gerupftes Huhn. Genau hat er das aber nicht erkannt. In Santa Monica ist der Gringo Loco ausgestiegen. Git. Okay. Hey. Hallo, Mrs. Snow. Hallo. Ich bin Justus Jonas. Wir haben gerade telefoniert. Ja, du da bin ich aber froh. Du bist wirklich jung. Und dein Freizeitstil ist, nun ja, breit angelegt und leger für einen drahtigen Detektiv. Drahtig bin ich schon lange nicht mehr, aber habe ich euch zu viel versprochen? Ja. Die hat Sex Appeal, tatsächlich. Also finde ich, das hat die hat was, oder? Das ist komisch, dass eine so comic-mäßige Figur dann doch seine Ausstrahlung haben kann. Was kann man machen? Keeping up with us. Ich zeige ja mal den. Sind Sie jemals diesem Mann begegnet? Ehrlich gesagt frage ich mich, ob es nicht besser wäre, wenn du wieder gehen würdest. Warum denn? Ah, Entschuldigung. Ich möchte mich auf unseren Fall konzentrieren. Wir sind Justus, Peter und Bob. Na, das sieht doch schon ganz anders aus. Und du bist der Chef des Ganzen? Als Chef hat man gewisse Pflichten. Ich empfehle dir, an deinem Kleidungsstil zu arbeiten. Warte, hattet ihr mit dem Riesenkraken von Rocky Beach zu tun? Haben wir auch, Let's Play, aber müssen wir nochmal machen. Viel Staub aufgewirbelt. Es freut mich, dass einer unserer zahlreichen Erfolge auch Ihre Aufmerksamkeit geweckt hat. Mhm. So, jetzt aber. Sind Sie jemals diesem Mann begegnet? Ich kann mich nicht erinnern, ihm jemals begegnet zu sein. Ist er gefährlich? Er nennt sich John Silver, offenbar wahnhaft nach seinem Vorbild aus der Schatzinsel. Wir überprüfen, in welcher Beziehung er zu Mitgliedern des Schwarzen Flecks steht und ob er bei dem Flaschenteufel für ihre Schnitzeljagd Hintergedanken hat. Verstehe.
dann ist der Drohbrief, den ich erhalten habe, wohl nicht so anonym, wie ich dachte. Drohbrief? Befürchten Sie nun, Opfer eines Fluchs geworden zu sein oder nicht? Es gibt keine Flüche. Ich bin ein ganz normales Opfer eines Drohbriefes. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich würde den Brief gerne in Augenschein nehmen. Entschuldige, ich bin etwas mit den Nerven runter. Sieh dich ruhig um. Aber keine Angst, jetzt bin doch ich hier. Vielleicht entdeckst du auch meine Spieluhr. Ihre Melodie hilft mir beim Einschlafen. Es wäre schade, wenn das Erbstück weggekommen wäre. Na, freilich. Ich bin ja für euch zuständig. Dann wollen wir mal sehen. Werte Mrs. Snow, der Flaschenteufel ist wieder im Spiel. Mögen Sie vor seinem Fluch gewarnt und bewahrt sein. Fahren Sie fort ohne Sorge. Ich behalte Sie im Auge. In Bälde folgen Anweisungen zu Ihrem Schutze und der Wahrung Ihres Ansinnens im Namen des Schwarzen Flecks. Zuwiderhandlungen sind nicht zu empfehlen. Der Brief steckte in einem Umschlag, der postwendend aus der Zeit der großen Piraten stammen könnte. Für die einen ist es entspanntes Easy Listening, für die anderen nerviges Fahrstuhlgedudel. Ja, es ist... Es macht einen krank. Dieser Brief kann als gut gemeinte Warnung oder als Drohung gelesen werden. Wie wurde er Ihnen zugestellt? Als ich heute Morgen aus dem Bad kam, lag er auf dem Nachttisch. Der Schreiber deutet ja an, dass er mich beobachtet. Offenbar war er heimlich hier. Auf dem Schreibtisch ist er ja in der Wohnung gewesen. Auch wenn vom schwarzen Fleck die Rede ist, vermute ich nicht, dass jemand von den Literaten dahinter steckt. Du denkst an diesen Silver? Wenn er einen an der Klatsche hat, muss er aus dem Verkehr gezogen werden. Solltest du einen Beweis für deine Vermutung sichten, können wir überlegen, Anzeige zu erstatten. Den Brief behalte ich. Wäre 10, schaut das lustig, wenn sie spricht. Das ist die Lippen so jetzt schon, dass er diese Zahnlücke von. Bist du fündig geworden? Ich würde es begrüßen, wenn du meine Unterlagen nicht durchstöberst und alle Informationen für dich behältst. Kalkulationstabellen einer Budgetplanung, die einiges an Höhen und Tiefen erkennen lässt. Leider für Außenstehende verklausuliert. Wie ich sehe, beschäftigen Sie sich vornehmlich mit Stevensons Inselnächten, den Südseegeschichten. Eine meiner Inspirationsquellen für einen geplanten Ausflug. Die Insel der Stimmen. Mal sehen. Hexenmeister, Meer der Toten, Kannibalen, unsichtbare Wesen. Interessant. Mrs. Snow hat sich im Band kaum mit der Geschichte des Flaschenteufels beschäftigt. Dafür galt ihr Interesse ausgiebig der Schauermär um ein geheimnisvolles Eiland. Hier hat sich Mrs. Snow an Skizzen einer Insel versucht. Sie erinnern vage an eine Schatzkarte. Haben Sie Urlaubspläne, Mrs. Snow? Tourismus und Events gehen Hand in Hand. Wenn du mit Urlaub meinst, viel unterwegs zu sein und um freie Zimmer zu ringen, gebe ich dir recht. Eigentlich habe ich meinen Sitz in San Francisco. Okay. Sieh an. Die Imbisskette. Vermutlich eine Kooperation, um das geplante Event des Schwarzen Flecks über einen Werbedeal finanziell abzusichern. Rechnungen, Korrespondenzen und Termine mit Ausstattungsfirmen, Trickspezialisten und Filmstudios in der Umgebung. Sollte Peters Vater dann mit von der Partie sein? Das ist nicht deine Baustelle. Das ist nicht deine Baustelle. Ach so. Bist du fündig geworden? Boulevardjournalismus in Endlosschleife. Wenn du aufs Klo musst, ich hoffe, du bist zielsicher. Das Deckenlicht ist nämlich kaputt. Ah, aber ich hätte ja auch sagen können, ich muss mich hinsetzen.
Luft reinlassen. Ein Kosmetikspiegel. Blitzlicht empfiehlt sich hier nicht. Ich weiß nicht mehr, was es damit auf sich hat. Der Verfasser des Schreibens hat auf dem Umschlag Fingerabdrücke hinterlassen. Ah. Ich sollte sie sichern. Der Verfasser des Schreibens hat auf dem Umschlag Fingerabdrücke. Silvers Fingerabdruck. Mit meinem Handy könnte ich die Fingerabdrücke auf dem Umschlag festhalten, aber nicht wie Peter vergrößern. Ach, zu dumm, dass seit dem letzten Sicherheitsupdate sämtliche Zoom-Funktionen aussetzen. Ehrlich. Wenn Updates mein Handy verschlimmbessern, behelfe ich mich eben mit analogen Möglichkeiten, die Abdrücke zum Ablichten zu vergrößern. Okay, jetzt noch 4000-maliger Angriffsrei nimmt dann endlich auf den Umschlag. Ach, das allein reicht nicht. Diese Seite vergrößert nicht. Diese Seite lässt Poren der Haut wie Krater erscheinen. Das allein reicht nicht. Das allein reicht nicht. Okay, ich weiß es nicht, was er jetzt noch möchte. Das braucht noch seine Zeit. Das braucht noch seine Zeit. Raus können wir jetzt nicht mehr. Zeit. Was? Das braucht noch seine Zeit. Ja, was schätzt denn da gern? Ich hab hier erinnert. Ist ja sonst nichts. Also es muss irgendwie. Ach.
komisch, oder? Das allein reicht nicht. Sie begreifst nicht. Ach. Das allein reicht nicht. Ach. Jetzt. Seitenwechsel. Das ist ja wirklich wieder... Ich sollte sämtliche Abdrücke mit dem von Peter gemachten vergleichen. Wo lassen sich in der Spiegelung Unterschiede erkennen? Wir machen Fortschritte. Wir machen Fortschritte. Na, wer sagt's denn? Na bitte. Na bitte. Ach, definitiv verschieden. Sehen wir weiter. Wir machen fort. Ach, definitiv verschieden. Sehen wir weiter. Na bitte. Na bitte. Wir machen Fortschritt. Wir machen Fortschritte. Ich bin schaurig und ich drücke einfach. Definitiv verschieden. Sehen wir weiter. Na bitte. Na bitte. Na, wer sagt's denn? Ach, definitiv verschieden. Sehen wir weiter. Okay. Ich stelle fest, nichts zu erkennen. Der letzte Abdruck stimmt mit dem auf der Visitenkarte überein. Sehr gut. Er stammt definitiv von John Silver. Sehr gut, dann hat das funktioniert. Gibt es Hinweise, wo genau er sich aufhält? Da ich im Besitz eines Fingerabdrucks unseres Verdächtigen bin, konnte ich die Abdrücke auf dem Umschlag als jene von John Silver identifizieren. Und nun? Rufen wir die Polizei? Wir kennen weder seine eigentliche Identität noch seinen Aufenthaltsort. Ich würde mich gerne mit einem meiner Kollegen beratschlagen. Okay. Peter Shaw. Alter, die Musik, da macht einen wahnsinnig. Achso, muss ich drauf drücken. Wenn das ein Kontrollanruf ist, ich habe gerade Shadow abgeliefert und treffe mich in Kürze mit Bob. Entschuldige, aber du weißt ja, welches Theater Shadow beim Abschied macht. Hast du Mrs. Snow getroffen? Ich bin gerade bei ihr. Silver hat sie im Visier und macht ihr Angst. Dabei ist fraglich, wie das mit den Ausflugsplänen des schwarzen Flecks zusammenhängt und ob Silver eigene Ziele verfolgt. Er will sich bei ihr melden. Wenn ich an den armen Blackie denke, wird es höchste Zeit, dass wir ihn kriegen. Die Hinweise über die Telefonlawine häufen sich, aber ein Mädchen will Silver in Milwaukee gesehen haben und ein Junge schwört, er habe am JFK eingecheckt, als Fluggast nach Europa. Bei mir verdichten sich die Hinweise, dass er sich momentan tatsächlich in Santa Monica aufhält. Ihr hattet doch herausbekommen, dass laut Ames ausgerechnet Silver für den Flaschenteufel zuständig ist. Als Veranstalterin der Schatzsuche müsste Mrs. Snow doch Bescheid wissen. Stimmt's weiter.
Ich habe diesen Aspekt sträflich vernachlässigt. Wir hören wieder voneinander. Mrs. Snow, mein Kollege hat mich darin bestärkt, unseren Erkenntnisstand mit Ihnen zu teilen. Wir kennen Captain Joy persönlich und wissen, dass er die schwarze Geier für einen Inseltrip startklar macht. Als Managerin dieses Events müssten Sie also Kenntnis vom und Zugang zum Schatz, dem Flaschenteufel, haben. Karten auf den Tisch. Es besteht die Verabredung mit einem Mr. Ames vom Schwarzen Fleck, dass der Schatz von ihm gestellt und mir rechtzeitig geliefert würde. Daher kannst du dir meine Überraschung vorstellen, dass nun ein unberechenbarer Fremder mitmischt. Ich frage mich, wann Silvers weitere Anweisungen folgen. Eigentlich warte ich darauf, dass jemand vom Schwarzen Fleck auf meine Nachrichten reagiert. Ich frage mich, wann... Offenbar doch noch eine Mitteilung von Mr. Ames. Na schön, 4 Augen sehen mehr als 2. Okay. Gegenstand, Zustand des Flaschenteufels. Das ist eine Aufzeichnung von Silver. Und Blackie, der Arme. Und ich bin John Silver. Ei. Da guckst du in die Röhre, was? Nun, Mrs. Snow, verzeihen Sie meinen theatralischen Auftritt. Zum Glück sind wir ganz unter uns, denn meine Mitteilung hat Brisanz. Was? Ist Sherlock Holmes zu Hause? Dummerchen. Natürlich war Mrs. Snow so klug, niemanden einzuweihen. Schließlich lastet ein Fluch auf dem Flaschenteufel, ein nie dagewesener. Da ist Stillschweigen angesagt. Du kennst meine Methoden, Watson? 3 Rosen und die 13. Sie bekommen den Flaschenteufel noch heute zugestellt. Also bleiben Sie in Ihrem Zimmer. Aber Vorsicht! Sollten Sie so dumm sein, ihn wann auch immer aus der Kiste zu nehmen. Was ist der da? Du hörst hin, du hörst zu. KDRW. Dann trifft der Fluch Sie. Eine Versuchung und eine Bürde, ich weiß, aber Sie werden dafür sorgen, dass es die richtige Person trifft. Ich hab noch jeden reingelegt. Halten Sie sich an meine Anweisungen, dann wird Ihnen nichts geschehen. Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wird dir nicht. Den Teufel wird sie tun, Blackbeard. Denn sie sind eine kluge Frau, Mrs. Snow. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Möge es nicht Ihre letzte sein. Da fehlen einem die Worte. Den Mühner Blackbeard hat uns Silver entwendet. Wenigstens komme ich zu dem Schluss, dass Sie kein Entführungsopfer werden, Mrs. Snow. Auf ein Wort, Justus Jonas. Auf ein Wort, Justus Jonas. Das klingt aber sehr streng. Auf ein Wort, Justus Jonas. Die Botschaft war eindeutig. Auf eine Kiste warten und ihren Inhalt nicht anrühren. Aber vielleicht kommen wir Silver zuvor und machen ausfindig, wo er die Botschaft aufgenommen hat. Ich verstehe. Dir geht es nicht nur um meine Gefährdung, sondern auch um die eures begabten Vogels. Ja, klar. Wenn du das Video analysieren möchtest, stehen dir mein Laptop und seine Programme zur Verfügung. Aber meine Dateien sind tabu. Das Video zeichnet sich durch zahlreiche optische und akustische Merkmale aus, deren genaue Betrachtung Hinweise auf Silvers Standort geben könnte. Kurzerhand knöpft sich der erste Detektiv die Videodatei vor. Mit flinken Fingern nutzt er Programme, die auf dem Laptop installiert sind, um Bild und Ton zu analysieren. Da bitte. Nun steht der Untersuchung eines Standbildes und der Tonspur nichts mehr im Wege.
Sehen wir uns die Szene einmal genau an. Silver. Das Gebäude mit dem Kreuz gegenüber scheint einer klerikalen Einrichtung zu gehören. Oh, armer, armer Blacky. Sieht aus wie ein Bauarbeiter. Die Kiste, die wir nicht öffnen sollen. Die Kiste. Silver. Silver. Im alten Spiegel ist eine wehende Gardine zu erkennen. In so eine vornehme Bleibe möchte man doch sofort einziehen. Unbedingt. Ich fasse zusammen. Silver befindet sich hier mit Blacky in einem heruntergekommenen Haus, dessen Fassade gemacht wird und dem gegenüber eine Kirche oder Gemeinde liegt. Zuvor hat er den Flaschenteufel in eine Kiste gepackt. Für die Aufgabe brauche ich mehr Ruhe. Eine Geräuschquelle weniger. Ich komme nicht dahinter, worin der komische Fluch besteht und wen er treffen soll. Tja, das ist ein Rätsel für alle. Bei besonderen Auffälligkeiten sollte ich anhalten. Ich bin Blackbeard, der Pirat. Blackys Standardspruch. Und ich bin John Silver. Silver. Ei. Da guckst du in die Röhre, was? Unser Blacky, Ma'am, erinnert sich an Spruchfragmente seiner namhaften, gefiederten Kollegen, die uns damals auf die Spur eines Kunstschatzes führten. Eine Möwe. Eine Möwe. Nun, Mrs. Snow. Silver. Verzeihen Sie meinen theatralischen Auftritt. Zum Glück sind wir ganz unter uns, denn meine Mitteilung hat Brisanz. Super, Papagei. Ist Sherlock Holmes zu Hause? Super, Papagei. Dummerchen. Natürlich war Mrs. Snow so klug, niemanden einzuweihen. Silver. Schließlich lastet ein Fluch auf dem Flaschenteufel. Ein Silver. Nie dagewesener. Da Silver. Ist Stillschweigen angesagt. Super, Papagei. Okay, Bruder, das sagt jemand dazu. Du kennst meine Methoden, Motzel? Ein Rumpeln? Wie von einem Gewitter oder Erdbeben? Ein Rumpeln? Sie bekommen wie von einem den Gewitter Flaschenteufel oder noch Erdbeben? Heute zugestellt. Also bleiben Sie in Ihrem Zimmer. Aber Silver. Vorsicht! Sollten Sie so dumm sein, ihn wann auch immer aus der Kiste zu nehmen? Silver. Du hörst hin, du hörst zu. KDR. Sonderbar. Den ja, Spruch habe ich noch nie sagen hören. Dann trifft der Fluch Sie. Eine Versuchung und eine Bürde, ich weiß, aber Sie werden dafür sorgen, dass es die richtige Person trifft. Ich hab noch jeden reingelegt. Halten Sie sich an meine Anweisungen, dann wird Ihnen nichts geschehen. Hol den Schatz ans Licht. Ein Schloss wehrt dir nicht. Den Teufel wird sie tun, Blackbeard. Denn sie sind eine kluge Frau, Mrs. Snow. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Möge es nicht Ihre letzte sein. Da singt jemand. Klingt wie ein Chor. In meinem Ohr. Fest. Die Aufnahmen wurden in Küstennähe einer Umgebung gemacht, die einen Chor beheimatet, Blacky einen Radiospruch gelehrt hat und in der es mindestens einmal ordentlich rumpelte. Was also sollen wir unternehmen? Ich mache mich auf die Suche nach dem Ort, der zum Video passen könnte. Da der Flaschenteufel bereits in der Auslieferung sein könnte, empfehle ich Ihnen, Silvers Anweisungen zu folgen und sie in Empfang zu nehmen. Ohne die Kiste zu öffnen, verstehe. Abgemacht, Justus. Notfalls habe ich deine Handynummer. Mhm, ich auch deine. So.
Schade, dass wir nicht echt ist. Mal sehen, wer von uns Silver als erster zu fassen bekommt. Ja. Susi Guess. Hallo Jungs. Ich glaube, ich habe beim Radeln diesen John Silver gesehen. Sorry, hatte es nicht gleich gerafft und eilig. Jedenfalls war an der Absperrung ein großer Baukran. Keine Ahnung, wie die Straße dort heißt. Eure Susi aus Santa Monica. Baukran, da hinten haben wir einen Baukran. Dieser Baukran befindet sich nicht allzu weit von der Küste. Ich sollte Hinweise sammeln, dass ich auch am richtigen Ort bin. Das ist das Kreuz der Einrichtung, die im Hintergrund des Videos zu sehen war. Mhm. Die Strandnähe erklärt das Geschrei der Möwen. Die Strandnähe erklärt das Geschrei der Möwen. Dem Zustand des Hauses nach könnte das Video hier entstanden sein. Ah, okay. Hier können wir auch noch hin, aber das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Dem Zustand des Hauses nach könnte das Video hier entstanden sein. Schutt landet in diesem Container. Das macht einen Höllenlärm und erklärt das Rumpeln im Video. Du hörst hin, du hörst zu. KDRW. Daher also hat Blacky den neuen Spruch. Ich erkenne die Gardine wieder. Sie weht aus einem Fenster im Obergeschoss. In der Gegend werden gleich mehrere Fassaden gemacht. Der Bauschutt landet in diesem Container. Du hörst hin, du hörst zu, KDR. Ich erkenne die Gardine wieder. Sie weht aus. Dem Zustand des Hauses nach könnte das Video hier entstanden sein. Nach dem aus dem Video an. Meine Erkundungen lassen nur einen Schluss zu. Ich sollte mich genauer beim verlassenen Haus umsehen, um in das Obergeschoss vorzudringen. Korrigiere. Ich bin mir sicher, dass das Video hier entstanden ist. Aber wie komme ich in den ersten Stock? Es wäre unklug, sich von einem Bauarbeiter ertappen zu lassen. Ich könnte auf den Mauervorsprung klettern, aber den Sprung zum Fenster wage ich nicht. Wenn sich die Markise ausfahren ließe und als stabil erweist, könnte ich sie als Zwischenstopp verwenden. Servus. Die Markise ist so stabil, dass ich nicht ins Gewicht falle. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, unser alter Parkourläufer, der Justus. Entweder Silva hatte Hilfe oder er hat sich an den Bauarbeitern vorbeigewagt. Die Szenerie kommt mir bekannt vor. Leider sind beide Vögel ausgeflogen. Auf diesem Tisch muss das Aufnahmegerät gestanden haben.
Quicksilver ist technisch besser ausgestattet als gedacht. Woher er das Equipment wohl hatte? Das frage ich mich auch. Hier scheint Silver die Flasche zwischenzeitlich abgestellt zu haben. Offenbar ist Flüssigkeit an ihr heruntergelaufen. Daher der Kreis. Vermutlich nicht ihr Inhalt, sondern etwas, womit der Pinsel getränkt war. Gummihandschuhe. Benutzt und weggeworfen. Offenbar hat Silver sie zum Schutz getragen. Das ist aber eine feine Art. Hier geht es um giftige Poison Pflanzen. Ivy. Silver hat sich für natürliche Gifte interessiert. Der blaue Eisenhut ist nur ein Beispiel. Mal sehen. Lange vor unserer Zeit fanden die getrockneten und gepulverten Wurzelknollen Verwendung, um daraus ein Extrakt herzustellen, das sogenannte Azonit. Auf ein Kopfkissen oder in Handschuhe geträufelt, entfaltete es seine schädliche, mitunter tödliche Wirkung. Oh, keine Ahnung, für welches Gift sich Silver entschieden hat, aber das nenne ich mal einen Fluch. Tod durch Berühren. Ja. Silvers Buch aus unserem Gästezimmer. Sie trotzdem anrufen und ihr Bescheid geben zur Sicherheit. Ich erkenne nur Notizen in einer Sauklaue und Skizzen voller alchemistischer Symbole. Ach, außerdem Gedanken zu einem Hilferuf in Notfällen. Man könnte meinen, Silver habe beim Teufel eine Reiseversicherung für Piraten abgeschlossen. Die Holzwolle diente wohl dazu, die Kiste aufzufüllen und die Flasche darin vor einem Bruch zu bewahren. Ich fasse hier lieber nichts an. Vermutlich kommt Silver noch am besten über die Fassadenleitern in sein Versteck, wenn die Bauarbeiter Pause machen. Aber mit der Kiste bepackt wieder hinaus? Das dürfte mit seinem Bein fraglich sein. Der kann das. Ich hoffe, man bemerkt mich nicht. Unfassbar! Silver plante hier in Seelenruhe einen Giftanschlag. Ich weiß nur, er hat es nicht auf Mrs. Snow abgesehen. Will er wahllos demjenigen schaden, der die Flasche gewinnt? Hallo, Erster. Ich fahre gleich mit Peter zur Praxis von Jasmine Talbot. Vorweg eine Frage. Kann es sein, dass die Visitenkarte mit dem Abdruck gar nicht Silver gehörte, sondern dass Jeremy gelogen hat wegen seiner Arithmophobie? Du meinst, er ist statt Silver in Behandlung und hätte sich dessen gegenüber Peter geschämt? So in etwa, ja. Nein, Bob, das halte ich für ausgeschlossen. Mittlerweile habe ich den Abdruck in einem Drohbrief an Mrs. Snow identifiziert und eine Verbindung von ihr zu Silver und den Flaschenteufel herstellen können. Die Eventmanagerin wird bedroht? Von Silver. Außerdem scheint er einen Giftanschlag zu planen. Aber Blackie ist wohl auf. Ich habe ihn in einer Videobotschaft gesehen. Leider hat Silver den Aufenthaltsort gewechselt. Lass mich das ausführlich erläutern. Ah, da ist Peter. Okay, Justus, dann ermittle weiter in Santa Monica, während wir versuchen, mehr über Silver und seine Denke herauszufinden. Wir tauschen uns dann später aus. Warum war Bob so kurz angebunden? Egal. Letztendlich hätte er noch gesagt, alles klar, Chef, dann stell den Flaschenteufel sicher, bevor er Schaden anrichten kann. So. Plant er wirklich einen Giftanschlag, da soll die Kommunikation schnell in die Gänge kommen. Es lebe die Wahlwiederholung. Besetzt. Besetzt. Dann? Besser, ich warne Mrs. Snow vor. Aber es ist ja besetzt. Besetzt? Es hat keinen Zweck.
Besser ich mache, dass ich schnell hier rauskomme. Doch so einfach gestaltet sich der Rückweg für Justus nicht. Ob die Markise der Belastungsprobe ein weiteres Mal standhält? Offenbar nicht. Der arme Justus. Ich hoffe, derlei Stürze erhöhen das Denkvermögen. Auf jeden Fall schärft das Missgeschick meine Sehkraft. Im Gebüsch liegt eine Flaschenpost. Oh, dabei scheint es sich um Silvers Reiseversicherung zu handeln. Er muss seinerseits gestürzt sein und die Flasche hier verloren haben. Hinter dem Ende der Welt? Müsste es nicht nach dem Ende heißen? Eine Karte mit Kreuz wäre hilfreicher gewesen. Kann man das noch lesen? Wer immer diese Zeilen findet, eile mir zu Hilfe. Ich sitze an einem Ort fest, dessen Namen ich nicht zu nennen wage. Wohl aber der Klabautermann. Hinter dem Ende der Welt solltest auch du zugrunde gehen. Wer mich rettet, wird reich belohnt. Silver. Jetzt müssen wir Flaschen suchen. Und das ist keine? Da liegt doch eine. Hä? Noch einmal tue ich mir das nicht an. Woody Staxton. Von dem Fauxpas abgesehen, verstehe ich jetzt Silvers Hinweis, dem Klabautermann auf den Grund zu gehen. Woody Staxton. Hi Bob, Peter und Justin. Ich habe euren Mann am Santa Monica Pier bemerkt. Er besaß die Frechheit, einen Plastikbeutel ins Wasser zu werfen. Der ging gleich unter. Die Angler grummelten nur. Der Officer dort meinte, ihn interessierten eher große Umweltsünder. Und das in einer Stadt, in der Fußgänger bei Strafe untersagt wurde, Straßen abseits von Überwegen oder Ampeln zu passieren. Wie es? Herein. Mal sehen, wer von uns Silver als erster zu fassen bekommt. Haben Sie eine Idee, an welchem Ort Silver voraussichtlich sein wird? Wenn ich die Anspielung recht verstehe. Nein, Justus, ich sehe nur wieder Gespenster. Allerdings gibt mir der Klabautermann zu denken. Mhm. Mal sehen, wer von uns Silver als erster zu fassen bekommt. Warum ist sie nicht erreichbar? Jetzt bin ich da. Das ist ein bisschen witzig, oder? Und ich kann das nicht einsammeln. Einer der Künstler Silver gesehen hat? Schaben bringen Glück. Sollte ich Flaschen entdecken, die Sie für Ihre Aktion brauchen, sammle ich sie gerne ein. Ah. Jetzt geht's. Flaschen sammeln. Wahrscheinlich hätte man da zuerst hingehen sollen können. Glaubt ja. Und dann, ja, ich weiß, ich weiß schon. Deshalb ging es ja auch nicht, ne? Wir hätten das wahrscheinlich erst noch, der Logik noch erst noch erfinden sollen. Oder nachher machen sollen. Zuerst wahrscheinlich zum Pier gehen. Ich glaube, das wäre beim ersten Mal nämlich so gemacht. Okay. Oh, haben wir schon 6 Stück. Ist ja schon mal Anfang, ne?
Ich komme mir vor wie der unschuldig Verfolgte in einem Hitchcock-Film. So. Burger Wings. Ob Pantomimen den Kampf um ihre Plätze auch ohne Worte austragen? Charlie Chaplin. Mal kleiner Tramp, mal großer Diktator. Haben Sie diesen Mann gesehen? Keine Reaktion. Haben Sie diesen Mann gesehen? Keine Reaktion. Haben Sie diesen Mann gesehen? Das bedeutet wohl so viel wie nein. So ein Schwein. Angler haben an diesem Ort die Ruhe weg. Gut, noch eine Flasche. Ohne Angelrute kann ich nur aufs Wasser starren. Da ist noch... da ist die letzte. Etwas schlicht, aber einsatzbereit. Die schnappe ich mir. Die schnappe ich mir. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht und erbitte dafür, mein Glück zu versuchen, ohne für Fehlversuche zahlen zu müssen. Haben wir einen Deal? Ich werte das als ein Ja. Ich weiß nicht, was er macht. Herausforderung angenommen. Wie lautet die Vorgabe? Ja. Justus bekommt nach und nach eine Melodie vorgespielt. Achte auf die Klänge und wiederhole sie stets in Reihenfolge der Vorgabe. Wähle dazu die Flaschen, die jeweils in Frage kommen. Triffst du den falschen Ton, wird die Vorgabe wiederholt. Was war das? 6-mal? So, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja, oder? Das geht, das kannst du gerade mit so einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die war zweimal 7, 2. Und dann die zum Schluss, oder mal 7, 2-mal, 1-mal, 3-mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Oh. Mm-hmm.
wieder nur 7. Ich komme nicht mehr auf 8. So 7. War das zweimal? Muss das so sein? Ja. Jetzt haben wir einen Kopf. Oh, das war aber jetzt mal gerade, aber mehr als 7 macht sich scheinbar auf einer Flasche nie, ne? Na, wo geht man hier? So, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Jo, können wir dann fertig sein einmal. So, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Was die, mein Gott, das ist so lästig. Dann da haben wir 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das sind nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Warte, zwischen nochmal, oder mein Gott, ich sag dir was. Und dann nur noch die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Ja. Schauen wir noch mal. Noch mal Wasser. So, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Dann wieder 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Dann 1. Ah, ich glaube, dann war ich diese. Idee, ja, tatsächlich sicher die Flasche und dann wieder 7-mal diese, glaube ich. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juhu! Ah. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einmal. Dann war es die dritte natürlich einmal. Dann die fünfte. 2, 4, 5, ja sicher die mittlere war, ne? Also von rechts die 5, die Mitte einfach. Die Mitte. Und dann ging es ja, glaube ich, schon auf die über, oder? Da muss ich nachdenken. Ja, sicher. Das war 7-mal. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Und dann zap, zap, zap. Oh, der hört nicht auf. Das ist dann nicht immer das Gleiche. Muss er das bis zu dem Punkt einmal merken, dass das gleich bleibt? Bam, bam, bam. Bam, bam. Warte mal. 6, 7. Mei. Jetzt fängt schon an. Ja, jetzt komme ich so. Ja. Es ist schon zu früh jetzt. Weißt du? Das ist das. Bei Szenen ist es übertrieben manchmal. Das nervt mich. Sie müssen. Es können auch nicht zwei Flaschmeliger sein, das reicht. Aber man muss halt auch sagen, trotzdem ist das Befluchte Flaschenteufel ist halt auch eines der schwereren von diesen Spielen, muss man sagen. 4, 5, 6, 7 habe ich halt so empfunden. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 7. So. Dann haben wir das, dann kommt dann die einmal dran. So, dann ist die einmal. Dann kommt die Mitte wieder. Logisch. Und dann war ja die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann war ja die Runde so.
Und dann. Nett. Ich hasse so einen Scheiß, du, auf Dauer, du kommst, oder irgendwann, ich sehe nur mehr Flaschen, ich sehe schon nicht mehr. Ich sehe das schon immer aus. Zap, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Einmal. Dann war ich wieder die, ne? Wieder 7 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die, dann wieder die, und dann wieder die. Ja, und es reicht natürlich noch immer nicht. Warum auch, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hopp. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann sind wir so weit. Dann müsste normalerweise wieder die sein. Die. Ja, da waren wir jetzt immer sicher. Nimm dir gar kein Ende mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, eins, eins, zwei, drei, sechs, sieben. Jetzt kommt das Hirn bei mir schon komplett durcheinander. Dann haben wir das. Dann war okay, genau. Warte, ich muss wieder reinkommen. Dann war das, dann ist die. Dann kommt ja wieder die dran. Und dann kommst du siebenmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Genau. Dann geht's wieder so zurück. Dann du. Dann war die gleich daneben, ja? Dann du. Genau, und dann eins, zwei. Oh! Danke. Hoffentlich werde ich fündig, bevor jemand einen Angelschein sehen will. Boah. Haben Sie diesen Mann gesehen?
Hm, das bedeutet wohl so viel wie nein. Oh. Ohne Angelerlaubnis meide ich eine Konfrontation mit der Polizei. Das sollte man halt umgehen. Und sagen auf Wiedersehen. Hier hat Achso, der Vorderfuhr, okay. Ein Tauchgang meinerseits wäre noch auffälliger. Manchmal geht es auch eine Nummer kleiner. Die Gelegenheit ist günstig. Die Gelegenheit ist günstig. Okay, machen wir noch. Na dann, Petri, heil! Was muss man denn tun? Justus sucht nach den versenkten Gegenständen und wirft seine Angel aus. Du entscheidest, wo der Haken landen soll. Sieht es vielversprechend aus, lohnen sich mehrere Versuche an gleicher Stelle. Dann wird es gezielter vorgehen. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. 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 Ein Versuch ist es wert. Ein Versuch ist es wert. Da ist doch was. Weiter! Alter Schwede. Ein Fisch. Das sieht nicht gut aus. Nur weg von hier. Was hat er denn? Hat er Angst vor Fischen? Da tut sich nichts weiter. Alter, was sollen wir jetzt noch dann? Unwahrscheinlich. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Ein Versuch ist es wert. Sehr gut. Da ist doch was. Weiter! Kein Wunder, dass es im Meer von Mikroplastik wimmelt. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Ein Versuch ist es wert. Supi. Da ist doch was. Weiter! So, was kriegen wir? Ein Schuh! Juhu! Wirf gleich nochmal da rein. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Schön so, Angerei. Und sonst so, wie geht's euch? Ja. Da tut sich nichts weiter. Seid ihr jetzt schon gut im neuen Jahr angekommen? Unwahrscheinlich. Ist schon einiges passiert. Wird ein bisschen längere Folge. Da tut sich nichts weiter. Oh, dafür haben wir dann einiges erledigt schon einmal. Unwahrscheinlich. Hätte ich gesagt. Ich habe mein erstes Mal die Folge so auf. Da tut sich nichts weiter. Versucht so auf 30 Minuten zu reduzieren. Unwahrscheinlich. Aber mittlerweile bin ich schon Freund der längeren Folgen, muss ich sagen. Macht mehr Spaß. Also mir selbst ja auch. Beim Aufnehmen. Da tut sich nichts weiter. Ja. Und ich mag es auch Ein bei Versuch anderen. Ist es wert.
bei anderen Let's Playern. Da ist doch was. Jo. Weiter! Die Klobürste, was kriegen wir raus? Ratet! Klobürste, Reifen, Netz, Klobürste! Auf hoher See sammeln sich ganze Inseln aus Müll. So, jetzt könnt ihr weiterraten. Wir haben noch offen Autoreifen, das Netz und eine Plastikflasche. Na, könnt ihr jetzt in den Kommentaren schreiben, was glaubt ihr, was wir jetzt als nächstes rausziehen? Unwahrscheinlich. Was wird das nächste sein, das wir bekommen? Da tut sich nichts weiter. Ja. Hat er nichts gesagt? Unwahrscheinlich. Die Stelle, die nimmt er nicht, ne? Mag er nicht. Oh. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Ja. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Ja, oh, es ist ja anstrengend auf da. Lästig. Da tut sich nichts weiter. Lästig ist es schon ein bisschen, das muss ich schon sagen. Aber zum Ausgingen von dem Flaschenspiel ist es vielleicht ganz, unwahrscheinlich. Ganz angenehm jetzt. Ich brauche bei viel tun, aber nur auf gut Glück hoffen, dass man halt was erwischt und warten. Da ist doch was. Sehr gut, so, jetzt müssen wir schreiben, was bekommen wir, was wird es sein? Der Reifen! Manche scheinen den Ozean mit einer Mülldeponie zu verwechseln. Dabei kann man Reifen rund erneuern oder umweltgerecht entsorgen. Ja, lernen wir noch was. So, Plastikflasche und Netz, Freunde. Was kommt dann? Was wird das Letzte sein, was überbleibt? Da tut sich nichts weiter. Ihr seid gefragt. Unwahrscheinlich. Wer setzt auf Netz, wer auf Plastikflasche? Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Team Netz oder Team Plastikflasche? Dann schreib's hin, der Hashtag Netz, Hashtag Plastikflasche. Da tut sich nichts weiter. Dann schauen wir mal. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Sag mir auch mal nix. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Gibt's doch mal. Da tut sich nichts weiter. Mein Gott. Unwahrscheinlich. Ja. Da tut sich nichts weiter. Ja, leider. Unwahrscheinlich. Das kann ja nicht wahr sein. Der Jubel, nämlich wird schon was erwischt. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Das gibt's ja. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Da muss ja jetzt immer wieder was sein. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Da es tut sich nichts ist weiter. Ein Wahnsinn, Freunde. Ich sag euch was, was hat man sich dabei gedacht, so eine Spieldesign-Entscheidung zu machen? Gell? Das ist ein bisschen... Da tut sich wenn du weiter. Pech hast, bist du da stundenlang beschäftigt. Unwahrscheinlich. Das ist ein Wahnsinn.
Da tut sich nichts weiter. Man muss ja da Pixel genau treffen. Unwahrscheinlich. Schau, ich kann da zum Beispiel gar nicht auswerfen. Auf. Hm. Das geht nicht. Da tut sich nichts weiter. Aber es geht schon wieder nicht. Das ist ja nicht normal, oder? Unwahrscheinlich. Jetzt muss es ja, das gibt's ja nicht. Tja, er wirft halt, machen wir gar nicht aus. Ich meine, was an den Stellen wollte ich schon. Da tut sich nichts weiter. Unwahrscheinlich. Da tut sich nichts weiter. Du musst denken, das sind wirklich die Entwickler gesessen und gedacht, das ist auf Dauer lustig. Aber wie lange wir jetzt da rumeiern schon? Ja, ich kommt nicht. Er sagt da teilweise nichts, Alter. Das ist wirklich zum Aufregen. Da tut sich nichts weiter. Tja, jetzt kann ich da nicht mehr werfen. Ich verstehe. Unwahrscheinlich. Ja, dann wirf halt auch einmal die Angel aus, dort wo ich eigentlich möchte. Da tut sich nichts weiter. Ja, was immer. Unwahrscheinlich. Da tut sich nichts weiter. Ich mach da jetzt mal Pause und wenn ich die richtige Stelle gefunden hab, geht's wieder weiter. Ach was? Wir haben was. Was haben wir? Schau mal. Weiter! Na, jetzt raten. Plastikflasche oder Netz. Zu welchem Team wollt ihr gehören? Team Netz, Team Plastikflasche. Das Fisch! Sieht nicht gut aus. Alter Freunde, ich schwör bei Gott, ich. Über Geschmack lässt sich streiten. Kämpft da jetzt dann schon seit. Boah, ohne zu liegen. Die Pause gemacht, wieder 15 Minuten. Und dann holt er mal den Fisch raus. Hä, oder wollen die mich verarschen? Unwahrscheinlich. Welcher Entwickler sitzt da und entscheidet sich für so einen Scheißdreck, ehrlich? Da tut sich nichts weiter. Das würde ich wirklich gern wissen. Ja, hat keiner gewonnen. Es war Team Fisch. Frisch auf den Tisch kommt der Fisch. Ja gut, ich mach's dann nochmal gleich wie vorhin. Ein Versuch ist es wert. Oh, oder wir bleiben dran. Okay. Da ist doch was. So, und jetzt. Team Netz, Team Plastikflasche. Hashtag Plastikflasche, Hashtag Netz. Was ist das? Weiter! Plastikflasche! 450 Jahre bräuchte eine solche Plastikflasche, um sich zu zersetzen. Dann geht's nur noch ums Netz. Ja, er wirft halt nicht aus, jetzt zockt er einfach nichts mehr da. Irgendwas habe ich die ganze Zeit, jetzt kann ich da unten nämlich auf einmal. Es ging ja zwischen gar nichts. Unwahrscheinlich. Ja. Da tut sich nichts weiter. Wäre schön, wenn man's. Unwahrscheinlich. Bekommen würden. Und zwar recht zügig. Da tut sich nichts weiter. Nicht normal, ne? Unwahrscheinlich. Ja, ich werde wieder pausieren und dann werden wir schauen. Was? Ich hoffe, dass es das Netz ist und nicht der Fisch. Weiter! Sonst flippe ich aus, du. In Fischernetzen verheddert sich alles. Egal, ob als Beute gewollt oder nicht. Hey, beim letzten Gegenstand hat sich eine Plastiktüte verfangen. Juhu. Eine Schatulle mit einem Klabautermann.
Sie muss warten. Nachher erwischt mich noch der Officer mit dem vielen Müll. Yay! Cool. Ja, passt, Freunde. Das heißt, die Folge werden wir hier beenden. Boah. Wahnsinn, oder? Ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.